vor, du kannst von meinem Boss, kannst von meinen Freunden, wie er reagiert auf das Statement von Sylvana Naidoo, wo er sich entschuldigt für die Verschwörungstheorie und den ganzen anderen Kram. Aber sie packt aus, dass sie damals beleidigt wurde von ihr und ihr der Hildmann und von der Community von den beiden und als beleidigt wurde, also extrem beleidigt wurde und mit Illuminati und Satanismus in Zusammenhang gebracht werden sollte, obwohl sie es gar nichts damit zu tun hat, verdammt nochmal. Also Querdenker haben nur ihre Verschwörung im Kopf, Leute, an die ganzen Querdenker und so. Guckt mal, klar, Leute, hier sind nicht irgendwelche Eliten, Illuminaten, Quatsch da oben, die euch unterdrücken wollen. Kommt mal klar in eurer Birne, Mann. Ist alles nur in eurer Kopf. Ihr habt, glaube ich, im Kopf so eine Matrix. So ein kleiner Neo, der sagt, Alarm, 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 ich muss aus der Matrix raus. Hier, ich muss mal diesen Agent Smith besiegen, hier in meinem Kopf oder was? Ja, was habt ihr da drin? Eure kleine Mini-Matrix, die euer Hirn zerfickt. Also arbeitet an euch und sorgt dafür, dass es nicht mehr so da ist, Mann, ne? Dann müsst ihr auch anderen Leuten nicht auf den Sack gehen mit eurer Verschwörungskacke da. Okay, meine Freunde, das war's mit Freunden. Boss. Abonniert und liken nicht vergessen, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.